Beim Landesschulrat wurde ein neues Netzwerk zur Begabtenförderung installiert. Was ist das Besondere an diesem Salzburger Modell? Ja, das Besondere am Salzburger Netzwerk zur Begabtenförderung und Förderung ist, dass es ein interdisziplinäres Team ist. Das heißt, hier gibt es in diesem Netzwerk Mitarbeiter der Schulaufsicht, Landesschulinspektoren, Bezirksschulinspektoren sind vertreten, dann Mitarbeiter der Schulpsychologie, der Salzburger Schulpsychologie sind in diesem interdisziplinären Team vertreten. Und was ganz wesentlich ist, wir haben natürlich auch sehr viele Expertinnen und Experten vor Ort, sprich Lehrerinnen und Lehrer in diesem Team aufgenommen. Und darüber, über diesem Netzwerk steht als das verbindende Glied die neue Bundeslandkoordinatorin, die Frau Magistra Silke Rogel. Das heißt also, interdisziplinär ist neu, und was österreichweit wirklich einzigartig ist, ist wirklich dieses Netzwerk angesiedelt am Landesschulrat, an der Bildungsbehörde und nicht gestaltet in Form eines Vereines, der außen steht und der durch Fremdfinanzierungen, durch Sponsoren letztendlich die Dinge umsetzt, weil wir glauben, dass die Förderung von talentierten und begabten Schülerinnen die ureigenste Aufgabe der Salzburger Schule ist, und demgemäß gehört es in den Landesschulrat integriert. Welche Schwerpunkte setzen Sie als Bundeslandkoordinatorin in der Begabungs- und Begabtenförderung? Ja, also die Schwerpunkte in der Begabungs- und Begabtenförderung würde ich einfach mal als drei große Ziele, eben basierend auf dem Grundsatzerlass 2009 zur Begabtenförderung, so formulieren. Einerseits Sensibilisierung und Methoden, da ist vor allem die Zielgruppe eben an der Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schuldirektoren zu sensibilisieren, eine begabungsfreundliche Lernkultur zu schaffen. Der zweite große Schwerpunkt als Ziel der Begabungs- und Begabtenförderung ist die individuelle Begleitung eben aus zum Beispiel nach einer Testung, wenn ein Begabungsprofil vorliegt, dass man sich dann überlegt, welche Förderkonzepte sind sinnvoll, welche Fördermaßnahmen passen auf das individuelle Kind. Hier ist eben die Zielgruppe der Schüler, die Schülerin, das talentierte Kind. Und als dritten Schwerpunkt eben schon auch von außen her Domänen zu erschließen, eben in Enrichment-Kursen, in Plus-Kursen mit verschiedensten außerschulischen Angeboten, und hier auch eine Vernetzung, zum Beispiel auch über Schüler an die Unis, ein Programm in Kooperation mit der Universität zu bieten.